So planen die Zerstörung der amerikanischen Zivilisation, so BRIC für ein militärisches Bündnis, ist dies die einzige Art und Weise völlig amerikanischen Zivilisation und American Values zu zerstören. Form ein militärisches Bündnis, eine regulatorische Banksystem parallel zu IWF und NATO erklären Aktion, nicht legitim, auf Afrika und fragte sofort Rückzug der NATO-Truppen zur Region, um nur die Riesenbeschwerden auf Welt zu schaffen. Auch beginnt ein Riese gegen Japan, mit Ziel Japan Konkurs der amerikanischen Banktruppe Tiki zu starten. Denn einmal hier ausgefordert IWF argumentiert, dass eine solche Institution ist nur eine Art und Weise in Länder, die selbst wie Island liegt vor, Sponsor, wird ein riesiger Pessimismus um auf den Stockmarkt auf Welt verursachen. Zu gleicher Zeit, kleine militärische Operationen rund um alle Grenzen, schürt einige Konflikte auf der ganzen Welt, wie China, Nordkorea, Russland, Polen, warten wählen wir ein Zwerg für Indien, Bhutan, Brasilien, sicher Paraguay, die neue Ordnung, dann in einer Reihe von Aktionen zu starten, umbrach einige kommerzielle Handel mit Westeuropa, bricht ihr Zugang zu wesentlichen Metalle, was zu mehr Unordnung auf Globalmarkt. Zur gleichen Zeit erstellt die New Order Währung, wo der Dollar nicht mehr gilt, eine gültige Währung, Abwertung Dollar wie ein Tausendstel ihres tatsächlichen Wertes. Eine solche Maßnahme ist zum Beispiel extrem von unseren Kollegen im Norden gefürchtet, wird verpflichten, ihre Frauen zu bewegen, mit einem Land Arbeitsloslager brach, generieren einen massiven Einwanderungswelle von Amerika-Frauen auf der ganzen Welt. Die Verteilung besser Tänzerinnen und Stripperinnen der ganzen Welt.